Hallo Leute, hier ist wieder euer MutantX8, heute mit der Kritik zu Percy Jackson, Diebe im Olymp. Nach der erfolgreichen Romanvorlage ist dies die Verfilmung von Regisseur Chris Columbus, der auch Harry Potter 1 und 2 gemacht hat. Der junge Percy Jackson erfährt, dass er der Sohn des Gottes Poseidon ist. Als jedoch der Herrscherblitz des Zeus aus dem Olymp gestohlen wurde, verdächtigen die Götter Percy, welcher beschließt, mit dem Satyr Groover und Athenes Tochter Annabeth den Blitz zurückzubringen und dabei gegen verschiedene mystische Wesen und sogar Hades anzutreten. Ich verzichte auf eure Hilfe, okay? Das jetzt ziehe ich lieber allein durch. Tja, weißt du, wir haben dich nicht um Erlaubnis gebeten. Ach, ihr wollt also wirklich mitkommen? Ja! Ja. Mit einem mehr oder weniger guten Cast trat dieser Fantasy-Film 2010 gegen den ähnlich angesiedelten Kampf der Titanen an. Sean Bean hat einen eher bescheidenen Auftritt als Zeus, Uma Thurman gibt eine recht gute Medusa ab und Logan Lerman kann als Percy überzeugen. Brandon T. Jackson ist ein sympathischer Gefährte von ihm. Weniger gut war Steve Coogan, der als Hades viel zu überzogen und geradezu lächerlich wirkte. Genau derselbe Fehler wurde mit dem Färbung des Stücks gemacht, der wie in einer schlechten Faschingsverkleidung aussah. Die Geschichte ist etwas zu hastig erzählt, worunter vor allem die Charakterzeichnung leidet. Zum Beispiel, Percy Jackson erfährt vom Tod seiner Mutter, trauert 5 Minuten und ist dann wieder putzmunter. Die Action-Szenen sind gut bis sehr gut in Szene gesetzt, die Kampfszene im Trainingscamp erinnert stark an 300, aber sie sind leider viel zu kurz. Die Effekte sind meistens echt klasse, genauso wie die Musik. Leider baut Percy Jackson fast nie richtige Spannung auf und lässt auch einen wirklichen Höhepunkt vermissen. Ohne Höhen und Tiefen bestehen Percy Jackson und seine Freunde eine Aufgabe nach der anderen. Zu guter Letzt bleibt der wirkliche Dieb des Herrscherblitzes viel zu farblos und man steigt auch nicht wirklich hinter seine Motivation. Hier also die Einzel-DVD von Percy Jackson, Diebe im Olymp. Ziemlich cooles Cover, der Film ist ab 12, Wendecover haben wir leider nicht. Innen drin ohne weiteres die eine DVD. Der Film geht an die 114 Minuten und als Extras haben wir 5 nicht verwendete Szenen sowie ein interaktives Spiel und ein Quiz. Mein Fazit, leider ist Percy Jackson ein viel zu geradliniges Fantasy-Abenteuer ohne wirklich Neues. Von mir gibt's dafür 5 von 10 Sternen. Das war's von mir, euer MutantX8.